Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ja, wie ihr seht, ein neues Unboxing, Koma 2. Mausi ist auch gerade hier. Wollen wir jetzt mal anzocken? Bin mal gespannt. Also leg dich hin. Ja, fein. Leg dich da hin. Ja, mehr. Erstmal auf Option und machen erstmal Sprache. Oh, Sprache Deutsch. Gamma ist okay. Video. Aber ein bisschen Ausschlag habe ich. Ja, Mausi ist auch liebebedürftig. Wir gucken mal bei DLCs rein. Ist ja gut. Gamer Girl. Bestätigen. Müssen mal gucken, ob der die Geld kostet. Ich werde auch kein Intro, kein Outro machen. Ich nehme mit einer hohen Bitrate auf. 1,99. Nee, dann lassen wir das normal. Wirkt auf jeden Fall sehr düster. Oh shit. Können wir auch nicht abbrechen? School. Shewa High School. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich hoffe, der Ton ist auch soweit okay. Okay, wir haben eine Nachricht. Dem linken laufen wir, mit R2 laufen wir schneller. X ist das Menü. R1. Okay.
Daehung. Aktuelles Ziel, treffe Daehung. Okay. Achso. Hallo? Wir haben Daehung gefunden. Das ist wieder so ein typisches Japano-Spiel mit vier Lesen. Ist jetzt nicht meins, muss ich ehrlich sagen, das ist nicht meins. Ich will da nicht immer wieder. Vor allen Dingen abends, wenn ich dann spiele, ich komme ja tagsüber nicht so dazu. Außer jetzt halt kurz anzocken halt. Wenn die Kleine Mittagsschlaf macht. Das ist mir zu viel Leserei, Leute, echt. Oi. Sieht dich doch. Ach, Pizza Brot. Also. Ja.
bis jetzt einfach nur langweilig. Nur an der Abschlussklasse teil. Verschlossen. Oh, Mina야, 수업 시작해야 하는데. 야. 헬로. 모두 조용. 왜 so viel? 20 Uhr ist Unterrichtsende? 뒷불이라니. 손 선생님이 걱정하실만 하네. Ist das normal in Japan? Bis jetzt finde ich es langweilig, einfach nur hin und her laufen. Und die ganze Leserei geht nur auf den Sack. Der Stil so an sich ist gar nicht mal so schlecht, aber halt, wenn man sich wirklich fallen lassen will und einfach nur eine Runde zocken will und oh, da ist das, ey. Auf dem Abend wäre mir das nix. Da weiß ich, hier so weiß. Wie ist sie in der Koma gekommen? Für ein Feuerzeug, um B und oh Gott. Wir sind da, wir sollen nach unten und dann nach links oder rechts.
Okay. Ah, okay, wir können noch schnell rennen, okay. Noch eins tiefer. Geht nicht. Müssen wir später gleich weit. Gehen wir hier hin. Verschlossen, okay. Also müssen wir in die andere Richtung. In der dritten Etage erreichen. Okay. Also noch eins höher. Geisterwächter Humpel. Schlüssel für Sicherheitsbüro und für draußen. Ich war jetzt mal ins Sicherheitsbüro. Tiefer. Ach, geht wieder nicht. Flitzen mal
muss noch irgendwas kommen. Wir müssen jetzt noch eine Etage tiefer. Oh, fuck. Hast du spät gesehen? Versteck dich, Mädel. Und hier ruft doch noch, wie bescheuert muss man sein. Was für Lauer. Die hört sich schon komisch an. Das geht nicht gut aus. Du da den Brüchel die Kirill ihren Nabor? Nee. Krass. Ah, fuck. Verdrückt. Kogi, 누구세요? 누구니? 송 선생님?
Ich glaube, ich muss raus. Oh. Ich muss unten bleiben, oder was? Unten bleiben? Gut. So. Darüber, aber ich komme da nicht hin. Hoch kann ich nicht. Aber ganz vergessen, ich kann ja, ich habe ja extra einen Strom angemacht, dass ich durch die Tür durchkomme. Vor dem Vieh weggerannt. 잠시만요. Ja, wer bist du? 누구신데 절 구해 주신 거죠? Entschuldigung, Leute. 안에 들어가서 숨어 있어. 난 저 녀석 도대체 누구지? Ja, wer war das? Gute Frage, nächste Frage. Scheiße, hier hoch schon oder was? Ich muss jetzt mal speichern hier, ey. Ich hätte gar nicht so viel kaufen müssen, wenn ich da alle möglichen, alle Nase lang was finde. Der interessiert mich nicht.
Ach, eine Notiz. Also eins drunter wäre Sicherheitskameras. Gucken, dass wir da dann runterkommen. Ah, hier geht's runter. Okay, aber wir gucken erstmal hier. Vielleicht weiter hoch, um rüber zu kommen. Ah, hier geht's nicht. Soll denn hier die richtige Schlüsselkarte sein? Scheiße, wollte ich doch gar nicht nutzen. Mist. Guck mal, das halt nochmal. Da geht's runter, da geht's hoch. Durch. Mal gucken, dass wir hier halt, dass wir jetzt nach unten kommen irgendwie. Ist auch nicht.
noch ein Stück. Geht nicht. Da ist alles blockiert. Ja, auf dem Klo doch irgendwie. Nee. So, wir sind bei 41 Minuten, dann will ich hier auch erstmal einen Schlussstrich machen. Wir haben es jetzt 41 Minuten angezockt. Nach einer Weile geht's, aber die ganze Lesen, ich bin da eher für andere Spiele. Für viele von euch ist es wahrscheinlich ganz interessant, weil ich weiß ja, dass ihr dann so, so Rätselspiele gerne spielt, aber ich bin da eher, bleib da eher bei Baphomets Fluch, wo sie mir auch mit Deutsch zulabern, was sie von mir wollen und so, und die Story vernünftig und mitkriege und nicht so viel lesen muss. Weil abends will ich nicht ständig meine Lesebrille aufhaben, wenn ich zocke. Da will ich einfach nur entspannen. Die Machart ist an sich ja nicht mal so schlecht. Ja, ich stecke jetzt gerade eine Bredouille und weiß nicht, wie es weitergeht. Aber so. Achso, vielleicht finde ich ja irgendwas, um das aufzuhebeln. Aber so ist die Machart ja nicht mal so schlecht. Also vom Prinzip her. So, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Das hat euer Odin.